Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel InVision TV. Heute haben wir euch wieder drei interessante Produkte aus der Welt der Bildverarbeitung und Messtechnik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Mehr zum Thema Bildverarbeitung und Messtechnik gibt es wie immer in unserer Printausgabe und dem wöchentlichen InVision Newsletter. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch GMP-konforme Bildverarbeitung mit der GAMP-Box von iMation, das automatische Reifeninspektionssystem Artemis von UVI und das Messsystem Inline Sektor F1 zur Messung von Schlauchinnendurchmessern von Mabry Vision. Die GAMP-Box von iMation ist derzeit das einzige Plug-and-Play-System zur GMP-konformen Umsetzung von Vision-Applikationen. Es erfüllt die Maßstäbe der FDA 21 CRF Part 11 bzw. des EU GMP-Leitfaden Annex 11 inklusive Serialisierung nach der EU-Richtlinie 2011/62 EU. Das System besteht aus einem Box-PC und einer GMP-konformen Benutzeroberfläche und wird in drei Ausbaustufen bereitgestellt. Über Ethernet können mehrere Kamerasensoren verschiedenster Hersteller an das System angeschlossen werden. Das automatische Reifeninspektionssystem Artemis von UVI umfasst zwei Reifenscanner. Diese werden rechts und links vom Fahrzeug platziert, während es mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern an den Scannern vorbeifährt. In Sekundenschnelle erkennt das System Reifenmarke, Kennzeichnung und technische Spezifikation sowie sicherheitsrelevante Daten wie zum Beispiel Reifenzustand, Druck, Profiltiefe oder Beschädigungen der Seitenwand. Das Gerät ist in der Lage, den Druck jedes Reifens mit den Herstellervorgaben zu vergleichen und Abweichungen zu melden. Das optische Messsystem Inline Sektor F1 von Mabry Vision misst Innendurchmesser und Wandstärke von lichtdurchlässigen Schläuchen in der Extrusionsanlage. Das System prüft die Innen- und Außendurchmesser in 8 Achsen und leitet daraus Messgrößen wie minimale und maximale Wandstärke, Exzentrizität und Ovalität ab. Der interferometrische 360-Grad-Sensor verfügt über eine höhere Auflösung als Röntgensysteme bei gleichzeitig höherer Messfrequenz. Das war's für heute auf InVision TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns, um keine neuen Infos rund um die Themen der Bildverarbeitung und Messtechnik mehr zu verpassen.